Gute ihr lieben Makerlein, heute gibt es nur ein kleines Update. Warum? Mein Magen geht es mal wieder nicht so gut und ich habe eben schon angefangen, den Dreh für das Voron-Video entsprechend zu beginnen. Und es hat nicht geklappt, hat nicht funktioniert. Ich werde morgen und übermorgen weiter drehen. Ich weiß nicht, wie es mir morgen geht, deswegen seht es mir bitte nach. In dem Video steckt trotzdem ordentlich viel Arbeit drin. Auch in dem heutigen Video steckt wieder ein bisschen Arbeit hinter den Kulissen. Ich würde mich deshalb freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Das hilft mir nämlich sehr weiter, mich weiter auf Makorama zu konzentrieren. Genau. Was wollte ich gerade machen? Ich habe am Freitag und übers Wochenende getüftelt. Ich habe nämlich hier diese Halterung soweit fertig gebaut. Ja? Also was heißt fertig gebaut? Wir sind jetzt aktuell in der Version 4. Muss ich gerade gucken. Eine Seite ist die Version 3, eine Seite ist die Version 2. Das ist die Version 2, das ist die Version 4. Was ist jetzt da der Unterschied? Naja, der Unterschied zwischen den zwei ist jetzt nicht allzu groß, denn bei der Seite hier, das ist die Version 4, bei der aktuellsten Version, bei der Version 3, Entschuldigung, ist das Loch für die M5-Mutter so groß, dass die M5-Schraube mit ihrem Schraubenkopf auch in das Loch reinpasst. Ja, dass die Schraube quasi so ein bisschen in diesem Teil hier versinkt und dass dieser Bereich hier so hoch ist, er ist nochmal 2 mm höher, dass es halt oben bündig ist und dass hier genug Platz ist und es nicht rausbricht. Mehr ist da drin nicht passiert. Bei der Version 4, die ist es gerade eben kurz vor Dreh fertig geworden. Ich habe die hier noch liegen, die ist noch brandheiß quasi. Da ist sie. Man kann ja mal versuchen. Ja, genau. So, da haben wir jetzt die Version 4. Die ist wirklich, wie ihr sehen könnt, brandheiß. Die habe ich eben aus dem Drucker rausgenommen, hat mir noch fast die Pfoten verbrannt. Da habe ich zusätzlich noch die Löcher hier hinten noch ein bisschen nach unten versetzt. Warum? Ganz einfach deswegen, dass man hier noch mal ein bisschen mehr Spiel hat. Und das hilft dann dabei, dass man das Netzteil nicht press in den Rahmen reinsetzt, was ja an sich ganz gut ist, aber dass man halt noch ein bisschen Möglichkeit hat, das Ganze zu variieren. In der nächsten Variante, die ich gleich nochmal losdrucken werde, werde ich hier und hier nochmal Einlässe machen, dass man da noch ein bisschen Kabelmanagement betreiben kann, indem man einfach Kabelbinder durchbringt. Und sobald das fertig ist, werde ich euch das natürlich auf makorama.de zur Verfügung stellen. Warum auf makorama.de und nicht auf Thingiverse oder sonst wo? Ganz einfach, auf makorama.de liegen die Rechte noch auf unserer Seite. Es wird von euch komplett kostenlos sein. Vielleicht wird aber auch, das ist eine zweite Alternative, das Voron-Team sagen, okay, das ist ein cooler Mod, den packen wir automatisch in den Download zu unserem Voron-Kram dazu, falls einer das Netzteil hat, dass das supported wird oder sowas in der Richtung. Das würde mich auch sehr freuen. Und das werden wir auf jeden Fall euch noch bereitstellen, dass falls einer sich dieses kompakte Netzteil hier haben, zulegen möchte für den Voron, weil ihr werdet es gleich sehen, ich werde nochmal kurz rübergehen, da ist jede Menge Luft im Bauraum unten dann und da habt ihr ordentlich viel Platz, um das Kabelmanagement zu betreiben und das Ganze zu kühlen. Ja, also da wird auch noch ordentlich Platz sein für das SSR und das ist natürlich dann schon nochmal ein gutes Stück angenehmer und auch unten drunter von der Wärmeentwicklung her ein gutes Stück besser zu kühlen. Genau. Ja, und da haben wir auch das Netzteil schon soweit eingebaut. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass hier ein bisschen zu viel Spannung ist. Das heißt also, es wird noch ein bisschen zu sehr nach oben gedrückt, das Netzteil. Ganz einfach, das ist das, was ich mit dem Update bezwecken wollte, dass die Bohrungen noch ein bisschen weiter reinkommen, dass man da noch mal ein bisschen Spiel hat. Denn momentan sorgt das Netzteil dafür, dass es so press drin sitzt, dass es zum einen auch so nicht rausfällt, aber auch, dass es halt dafür sorgt, dass das Ganze halt press im Rahmen sitzt und nicht wirklich beweglich ist momentan und nicht einfach zu montieren ist. Das möchte ich halt mit der nächsten Version noch verändern, aber ihr seht, man hat hier relativ schmal und relativ klein, einen kleinen Fußabdruck, um das Ganze zu verbauen. Man hat hier noch nebendran entsprechend noch genügend Luft. Ich glaube, hier kommt die Abluft vom Ventilator rein und dann hat man hier auf jeden Fall noch genug Platz, um Kabelmanagement zu betreiben. Also gerade hier mit dem Kabel vom Raspberry oder auch hier von dem Motoren halt entsprechend, das kann man hier drüber verlegen und dann hat man hier nochmal die Möglichkeiten, quasi Kabel später über die Zip-Ties, also über die Kabelbinder entsprechend zu verklemmen. Das ist jetzt in der nächsten Version 5, die ich jetzt noch heute nochmal andrucke und wenn ich die angedruckt habe und morgen alles okay ist und ich sage, okay, das passt soweit, stelle ich euch das gerne, wie gesagt, bereit. Und ansonsten hat man hier auch jede Menge Platz, um nochmal ein SSR reinzubauen oder auch hier vielleicht das SSR draufzupacken nochmal
und halt das Kabelmanagement noch ein bisschen zu optimieren. Das zweite Update betrifft die Webseite. Wir haben es geschafft, am Wochenende alle Abonnenten endlich auf die neue Webseite entsprechend zu migrieren. Das heißt also, alle Abonnenten sind jetzt mit einem aktiven Abo erstmal da. Allerdings, jetzt kommt das Aber. Wir haben es noch nicht geschafft, die Zahlungsmethoden hinzuzufügen. Das heißt also, normalerweise gibt es so ein Token, was der Zahlungsdienstleister entsprechend ausspuckt, und das Token haben wir eingetragen für jeden Abonnenten. Das hat aber noch nicht ganz funktioniert, da sind wir noch mal ein bisschen im Austausch mit dem Entwickler, dass wir das noch mal zeitnah hinbekommen. Ich weiß, die Boxen sind spät an, aber sobald wir das hinbekommen, wird in einem Rutsch alle Abbuchungen getätigt und dann gehen die Boxen raus. Seht es uns bitte nach, wenn wir die Boxen nicht rausschicken können, ohne dass eine Zahlung getätigt worden ist. Nachher funktioniert irgendwas nicht und dann ist die Box raus und wir kriegen keine Zahlung. Das können wir leider so nicht machen momentan. Ja, wir versuchen so schnell wie möglich, wir sind den ganzen Tag im Austausch mit dem Entwickler, dass wir das hinbekommen, dass das so schnell wie möglich passiert und dass wir da so schnell wie möglich eine Antwort bekommen und das Problem lösen können. Und dann sollte hoffentlich noch bis Ende der Woche die Abbuchungen stattfinden und dann auch die Boxen entsprechend rausgehen. Das wird aber nicht für den nächsten Monat sein. Für den nächsten Monat werden wir es wieder versuchen, ganz normal einzurichten, dass ihr ganz normal am 25. eure Box bekommt. Das ist für uns zwar ein bisschen eine Challenge, jetzt entsprechend das Ganze einzurichten, aber wenn es mal läuft, dann läuft es hoffentlich. Das sind jetzt die Kinderkrankheiten, die wir versuchen auszumerzen. Auch die Kinderkrankheit, dass momentan nur manuell angestoßen die Gutscheincodes quasi für den Newsletter rausgeschickt werden. Ihr kriegt die Gutscheincodes, das ist kein Thema, aber sie werden halt momentan nur manuell rausgeschickt. Ich hoffe, euch hat das kleine Update gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem ganzen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing!